Warte. Ja, wenn es wieder so ein scheiß Drehschemel ist. Ich weiß nicht, wer, also ich verstehe, den Erfinder von Drehschemel verstehe ich nicht, warum der da unten diese Lenkachse reinmacht. Das ist doch unmöglich zu steuern, das Zeug. Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator 15. Ja, Genau. letzte Folge hatten wir ein bisschen Ärger mit den Ballen, da lief das nicht so, ne? Nee, Jetzt nee. werden wir vielleicht dann zumindest vielleicht noch die restlichen Ballen aufnehmen und dann häckseln oder so ungefähr. Ja, genau. Ich fange mit dem Häckselgut oben mal an. Und du machst mal mit den Ballen Spezialist. Du bist doch da Spezialist für die Ballen. Mal schauen. Und ja, leider hat das nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. So mit den Ballen. Und ja, ich glaube, wir sind uns sicherlich einig, dass wir uns mit den Ballen in Zukunft nicht so viel machen, oder? Nee, lieber nicht. Wir können einfach das Stroh auch einfach einsammeln, ganz normal mit dem Ladewagen. Genau. Geht ja auch. Aber ich hab mir das halt so vorgestellt, wir machen die Ballen und dann fährt man da schön hin mit diesem Ladewagen und er lädt das Genau. alles auf und dann fährt man hin und tut's abladen und fertig. Ja, aber das funktioniert halt nicht so richtig. Und mit diesem standardmäßigen Teil ist es auch ein bisschen komisch, weil der so hoch stapelt und da fällt es leicht um, wenn man nicht aufpasst. Da, bei mir ist es nicht umgefallen, alle drei Ja, nicht. habe ich auch mal. Aber habe ich schon mal gehabt, da bleibst du irgendwie hängen oder so und dann hast mal geschwind nicht aufpasst. Nee, wenn du da nicht aufpasst, da bist du ganz schnell. Ja. So, mache ich jetzt richtig viel Häckselgut. Und ja, leider konnten wir das auch nicht so Ballen verarbeiten. Aber ich bin dafür, dass wir uns irgendwann mal so ein Ja, Quader-Ballen-Press-Ding da bin ich holen. auch dafür. Wenn wir halt das Geld mal haben. Das ist so Weil die. furchtbar immer mit dem scheiß Geld, das geht mir so langsam auf die Nerven. Weil immer dauernd braucht man irgendwas. Dann denkt man sich, ja scheiße, immer noch 17.000 Euro nur. Oder 10.000 oder. Ja. Aber gut, so ist das halt. Muss man halt ein bisschen sicher spielen. Ja. Man könnte ja gewinnen, bringt ja was machen. Aber die Kühe bringen ja auch nicht so viel Gewinn immer, gell? Ja, die Milch halt ist halt, also viel bringt ja nicht, das geht ja dann über die Menge. Ja, Ja. wenn du halt viele Kühe hast, dann verkaufst du halt mal 100.000 Liter Milch, dann kriegst du auch was zusammen. Na, vielleicht sollten wir uns mehr Kühe kaufen, keine Ahnung. Vielleicht 100 Kühe statt 50. Ja, ein paar Kühe kann man mehr. Da können wir dann auch, Oh, okay. Ich finde das schade, dass das Häcksel-Ding da nicht aufhört zu häckseln, wenn es voll ist, der Hänger. Naja, hast wieder alles falsch weggehäckselt umsonst, oder? Naja. Ja, es passiert mir auch oft, weil ich weiß auch nicht. Das ist schon ärgerlich immer, weil dann haut man dann teilweise so viel Zeug, wenn man da nicht aufgepasst hat, wenn man gerade auch im Multiplayer, wenn man dann redet oder so und dann redet man halt da und fährt einfach so nebenher ein bisschen rum. Ja, und dann auf einmal hat man da eine ganze Schwartreihe gefahren oder was weiß ich. Und alles für den Arsch. Ja. Das Gesäß. Da hast du dann umsonst gehäckselt. Aber ich frage mich eins noch. Ja. Wenn unten dieses große Güllefass da ist, gell? Ja. Ist das so eine Zentralsammelstelle von allen Nö. Höfen, die man dann später hat, oder? Es ist halt einfach nur von der BGA unten das große Fass Ja, mit und dann Gülle. hier oben ist da auch eins. Ja, das ist von den Kühen. Das geht extra.
normalerweise. Nee, ja, direkt am Hof ist da noch auch eins. Achso, das ist, glaube ich, das, ja, das ist ja, ach, keine Ahnung. Man kann das Lager vielleicht als Zentrallager benutzen, man kann da alles hinfahren, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass das automatisch reingefüllt wird da. Keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Aber kannst du die besser greifen, die Ballen, oder? Ja, die, es geht eigentlich irgendwie auch nicht so richtig. Aber ein bisschen besser schon, glaube ich, ja. Ja, die schmeißt aber gleich direkt rein, gell? Ja, ja. Dann machen wir das los und dann weg mit den Ballen. Also nächstes Mal nur Häckselgut oder halt Stroh. Und direkt verkaufen. Ja, ja, klar. So, ich hoffe, es sind die letzten zwei, weil die Ballen rollen gerne mal irgendwo da unten hin. Wenn es halt gut aus. So. Freue ich mich schon, wenn dann die Felder wieder bestellt werden, dann machen wir da wieder Raps drauf oder sowas. Ja, wir machen Raps. Ah, da kommt schon einiges zusammen. Boah, ein paar dickes Leck. Ach, Entschuldigung. Ah, oh, kein Problem. Ich bin sowieso voll jetzt. Achso. Und abschalten. Bin doch sowieso. Vorsicht. Muss hier wenden. Hat so einen übelst großen Wendekreis. Dem Fliegel. Also ein zweiter Fliegelanhänger wäre schon nicht schlecht. Sag ich mal so. Oder halt noch einen größeren Anhänger. So ein extra Anhänger. So, leerst du das da oben ab im Hof oder wie? Mach das hier im Hof. Weil oben ist doch voll. Ja. Ich dachte, wir bringen das runter zur BGA, dass wir Geld machen können. Und da haben wir doch genug eigentlich für die nächste Zeit, oder nicht? Glaube ich. Ja. Also früher warst du doch immer scharf drauf, Silage zu schaufeln. Das wundert mich halt nur. Jetzt ist es völlig uninteressant. So, ja, naja, gut. Jetzt zu spät. Jetzt das meiste hier oben, 64.000. Naja, gut, machen wir halt dann beim nächsten Mal vielleicht. Ja. Na, ich wollte das schon mal ein bisschen zwischenlagern, einfach nur. Ja. Dass man einfach sagen kann, okay. Hoppala. Naja, gut, dann haben wir halt jetzt da auf jeden Fall genug. Das reicht dann für ein paar Tage. Mehr als ein paar Tage. Naja, Wochen. Wochen sogar. Ich weiß ja nicht, wie wir dann 100 Kühe verbrauchen dann am Ende. Das Doppelte. 50 wahrscheinlich. Hm. Und da kann man schon ich genug Silage. Ja? Ja, nee. Ich kann ja auch mit dem Teleskoplader den Ballenwagen anhängen. Ah, du kannst auch das Ding wegfahren. Geht doch kein Problem. Braucht das jetzt nicht. Was soll ich wegfahren? Ja, du kannst doch mit dem Trecker das Ding wegfahren oder willst du und mit dem Teleskoplader. Achso, du musst ja das abladen, gell? Ja, ja. Oder geht das nicht vom Ladewagen über in das Ding rein? Nee, so nicht. Das,
So, ich weiß nicht, ich lade jetzt einfach ab, dann sind sie weg. Bevor ich mir da jetzt den Kopf zerbreche, ob das jetzt irgendwie, wie das da automatisch reinlädt. Mhm. Ich lade es einfach rein und dann weiß ich, dass ich weiterkomme. So. Lege ich mich mal ganz kurz hierher. Dann nehme ich den Trecker. Ja, Umfeld 38 ist auch noch Stroh, ne? Ja, da fahre ich jetzt gerade hin. Ich will jetzt nur schon mal die Saatmaschine einsetzen. Ach ja, ja, okay. Ja, genau. Suche aber die kleine Saatmaschine, das ist doch die kleine, oder? Die helferfreundliche Saatmaschine. Genau. Na, die nicht helferfreundliche Saatmaschine, die kann man leider nur für ganz große Felder nehmen. Also richtig. Okay. Große. Schnell auffüllen. Meine Saat wählen. Nehmen wir mal Raps. Können ja leider nur Weizen und Raps sowas anpflanzen, ja. Naja, gut, Mais können wir auch machen, gell? Ja. Aber da müssen wir dieses nicht helferfreundliche Saatgut nehmen. Ja. Kann ich dann mal selber was anpflanzen auch oder so. Hm. Ja, hier, Ballenladen ist lustig. Haha. Jetzt darf ich die alle einladen hier. Ja? Ja. Ja. Kannst du ja auch daneben stapeln. Ja, nett, was du gesagt, ich soll es jetzt direkt rein. Ja, ja, ich meine ja nur, du hättest auch aus Spaß das stapeln können. Direkt daneben, ja, so einen Turm bauen. Das ist kein Spaß. Nee? Nee. Dann Stress. Jetzt, wo ich die Ballen weg hab. Kann ich mir vorstellen. Es laggt wie verrückt. Na, komischerweise sind die Frames heute ganz komisch. Echt? Ja, das ist ich sehr komisch. Schon wieder 20 Frames wieder. 25, 20. Bei mir geht's mit 40. Ja, du hattest aber auch mal mehr. Ja, ja. Bin mal froh, wenn wir dann mal Schafe haben, wieder, können wir wieder Wolle wegfahren. Yeah. Die lädt aber automatisch. Ja, also bei Ackendorf macht das. Die Wollpaletten. Ja. Ich glaube, die haben wir hier auch. Wir hatten doch mal hier so viele Wollpaletten. Die haben wir aber nicht mehr da, ne? Ne? Ja. Oder haben wir die nicht verkauft? Ich glaube schon, dass wir die weg haben. Na? Ja, ja, völlig. Das war mal vor einigen Folgen, glaube ich schon, haben wir die verkauft. So, ich gucke mal gerade nach. Hätte mich gewundert. Gut. Wir haben noch genug Wasser. Stroh haben sie auch. Misthaufen machen sie gar nicht so viel, gell? Aber Gülle haben sie schon 40.000 schon. Ja. Die pinkeln mehr als sie kacken. Hm. Also wir haben. Ich glaube, das Stroh müssen wir auch langsam wieder einstreuen. Wahrscheinlich. Yes. Nee, wir haben doch erst, gell? Für 6 Tage. Haben wir erst. Ja, das reicht. Reicht, ach, das reicht tagelang, ja. So, ich spule mal ein bisschen die Zeit vor. Fünffach. Ah, nee, bitte nicht fünffach. Doch nicht fünffach. Doch nicht. So. Ach, wenn ich anpflanze, ist das ja blöd. Ja, ja, da ist blöd. Da hast du recht. Da hast du ja ausnahmsweise mal recht. Und während denn dann alle Felder dann wachsen, könnte man ja dann wieder in der Holzwirtschaft gehen. Ja, ja. Hier bei Feld 38, gell?
Sieht ja auch noch so aus, als ob da auch noch so ein Sägewerk ist, aber das ist keins. Sah jetzt gerade so aus. Oder wir könnten mal versuchen, alle Sägewerke zu bestücken, die auf der Map sind. Okay, das, wie viel sind das? Zwei, glaube ich. Mindestens. Also ich weiß noch, eins ist da oben beim bei Feld 1 nebenan. Da ist glaube ich auch nur eins. Ich könnte mal schauen, die Bretter zu verkaufen. Ja, da wollen wir mal einen zweiten Fliegelwagen haben. Die Bretter haben ja immer ganz viel Geld gebracht. Ja, ja. Dann fahre ich da mit dem Teleskoplader schnell hin. Ja. Mach das. Und irgendwann sollten wir uns mal einen Flug kaufen. Mhm. Feld 41. Um zu fliegen. Ja. Weil da will ich dann in Zukunft immer nur noch Körnermais drauf machen auf Feld 41. Ja, das ist fast besser. Ja. Du kannst dir gerne einen Flug kaufen und fliegen. Ich mach das nicht. Nee? Nee. Ja, du wolltest da unbedingt an der Wiese hinmachen. Dann darfst du auch pflügen. Du hast gesagt, Wiese ist ganz gut für inzwischen. Ja, ja, aber mit der Wiese, was halt da ist, und nicht extra ein ganzes Feld in zur Wiese machen. Das hätte ja auch gereicht, da ist ja ein bisschen Wiese da. Zwar ein bisschen umständlich, aber es geht. So. Schon mal 5% in die BGA rein. Wow. Aber wir haben eigentlich ganz gut eingekauft, gell? Am Anfang. Also wir haben nicht die falschen Geräte geholt oder so. Na gut, bis auf den Ballenpresse-Dings da. Haben wir eigentlich gar keinen Fehlkauf gemacht. Weil das ist nämlich schade eigentlich. Ja. Was braucht man eigentlich für die Bierfabrik, um die Bierfabrik zu... Keine Ahnung, was man da braucht. Ich weiß es nicht. Ich lade jetzt alle automatisch auf. Wenn wir dann die Bierfabrik haben... Weil das würde bestimmt auch noch Geld bringen. Ja, mit Sicherheit. Also, ich habe noch nie das benutzt, keine Ahnung, was man da alles braucht oder wie viel. Ja, bestimmt Hafer oder Weizen. Ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas. Da müssten wir mal runterfahren und gucken. Müssen wir dann aber mal runter gucken. Was denn? Ja, wenn es wieder so ein scheiß Drehschemel ist. Ich weiß nicht wer, also ich verstehe, den Erfinder von Drehschemel verstehe ich nicht. Warum der da unten diese Lenkachse reinmacht, das ist doch unmöglich zu steuern, das Zeug. Wenn es einfach starr macht, dann kannst du schön fahren. Hm. Na? Dass es immer komplett falsch dreht. Wenn du es nicht haben willst. Ja, keine Ahnung. So, da habe ich doch auch eine Palettengabel, hoffe ich. Warte mal, ich muss mal gucken, was die sagt.
Startmaschine mal. Ja, die Sandmaschine kann ja weiterfahren. So. Den Helfer einstellen. So. So, und rein damit. Ah, da haben wir dann so viel Pixel gut, gell? Wenn du dann alles verkaufen würdest, dass da übelst Geld dann am Ende rauskommt. Aber ich habe bis jetzt noch kein Angebot gesehen. Kommt dir kein Angebot oder was? Ja, ich weiß auch nicht, bei manchen Maps dauert das immer ewig. Oder ich weiß auch nicht, das habe ich auch schon mal gehabt. Bei einer anderen Karte. Aber ja, ewig lang, zeitbeschleunigt und noch nichts gekommen. Was sollte eigentlich gehen? Ja, weil bis jetzt noch keins kam. Wir spielen schon Tag 26 auf der Map. Haben da denn wirklich noch gar nichts? Ich dachte schon, dass da irgendwas mal. Oder? Na, einmal kam doch Angebot, aber nur für die Maschinen. Ach ja, ja, das New Holland, das läuft ja glaube ich immer noch. Mhm. Aber nichts für Verkaufen irgendwas. New Holland verkaufen, das wäre lustig. 200% könnte uns ihren alten New Holland geben. Ja. Das finde ich auch genial, wenn man so Gebrauchtfahrzeuge kaufen muss, weißt du? So Gebrauchtwarenhändler, so als kleiner Bauer so ein Fahrzeug kauft, wo er vielleicht 70% Haltbarkeit hat, gell? Aha. Wo nie mehr der damit arbeitet, dass die Haltbarkeit sinkt und dann einfach Geld in die Reparatur reinstecken muss. Und sich dann überlegt, kauft man sich von Anfang gebraucht oder gleich neu? Ja, das wäre vielleicht auch was so. Ja, da musst du noch mehr, da musst du ja noch mehr überlegen, wirtschaftlicher denken. Naja, klar, es hat dann vielleicht für den Anfang halt sinnvoller, ja. Kann man sich ein bisschen Geld sparen und. Ja, aber da man immer irgendwie Geld verdienen kann, warte ich halt einfach ein bisschen, bis ich das Geld zusammen habe und kaufe mir gleich ein neues. Also hab da weniger Probleme. Ja. Aber ich meine ganz am Anfang, wenn man jetzt. Gibt ja eine Mod, da kann man die Fahrzeuge sich schon Miete holen, gell? Ja. Ist aber auch irgendwo. Ja, ich mag halt lieber das Zeug einfach freischalten. Man spielt halt einfach ein bisschen und. Also, was heißt freispielen, indem man sich halt das Geld verdient und dann nicht gleich am Anfang schon die dicken Mähdrescher hat und so. Dann macht sich den mal schnell leid. Ja. Und dann übernimmt man sich vielleicht sogar noch. Ja, und dann leiht man lauter Geld und hat dann am Ende doch nichts mehr an Gerät. Und hat einen Haufen Leihgebühr gezahlt und so. So, jetzt kommen gleich 7 Paletten, werden gleich verkauft. Ja. Mal auf den Geldzähler achten. Ich habe unten schon das 8. Silo zugedeckt bei der BGA. Aha, hast du bei der BGA auch schon was rein? Ja, ja, gut. Ja, waren schon 10% und das habe ich jetzt gleich zugedeckt. Ja, also. Ungefähr 60.000. Mhm. Wunderbar. Auch ein bisschen Geld. Und dann 3.000 pro Schaufel, naja. 120.000 wird es da rauskriegen schon. Aber das erfüllt immer noch nicht unsere Wünsche. Verkauft. Hast du jetzt Geld? Das Einzige, was ich mich frage, bei Feld 23, ist das Feld nur zur Hälfte angepflanzt worden oder?
Sieht doch nur so aus, weil es zur Hälfte gewachsen ist. Was, welches Feld nochmal? Feld? 23. Was, wie sieht das aus? Oder was meinst du? Ja, das sieht aus, als würde nur die Hälfte wachsen. Achso, ja, da ist halt eine Hälfte schneller gewachsen. Ja. Aber haben wir bestimmt die Zeit beschleunigt. Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Das kann sein. Ja, das sieht total komisch aus, da denkst du, dass das halbe Feld vergessen zu bepflanzen. Naja. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann alles haben, gell? Mhm. Wenn wir hier Schweine und sowas alles noch füttern müssen, das wird dann eine Arbeit. Oh ja. Ob die dann auch so eine Mischfutteranlage haben, ist auch so eine Frage. Oder die Mastrinder. Weil die Mischfutteranlage, die nimmt viel Arbeit ab. Na ja, klar, das füttert halt automatisch. Ne? Aber bei den Mastbetrieben gibt es die ja nicht, glaube ich. Nee. Da muss man wieder selber. Ja. Na ja. Weil das ist nur für den Kuhstall halt da, für den Milchkuhstall halt eingestellt worden. So, was braucht man jetzt? Wir können ja mal Weizen wieder pflanzen. Weizen haben wir ja genug. Eigentlich können wir ja. Ich fahre jetzt da hoch und pack den. Das Roggen. Bisschen Roggen machen. Fehlt 30. Na gut, den kann ich auch wieder wegfahren, den LKW, den brauchen wir dann doch nicht. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 72.000. Ja, dann kannst du ja einen zweiten Flügel dann kaufen, demnächst oder so. Ja, da brauchen wir einen zweiten Flügel, ja, gell? Ja, vorher wolltest du ja unbedingt einen haben. Ja, dann kaufen wir jetzt einen zweiten. Wegen der Silage, der wäre schon gut, wenn wir dann einzeln alleine Silage abfahren, ist das schon sinnvoll. Ja. So. Ist geladen. Okay. Die Frage ist immer noch, ob wir uns diese IT-Runner irgendwann holen mit dem großen Getreidecontainer. Bringt nichts, finde ich. Wir haben ja den LKW-Anhänger. Reicht eigentlich. So. Das IT-Runner ist nicht so toll. Das haben wir halt im letzten Staffel halt gehabt, weil es halt eigentlich universal einsetzbar ist, aber irgendwie so, jetzt geht es auch so auf, man kann sich auch irgendwie so arrangieren mit dem normalen Anhänger, das ist jetzt nicht so. Naja. So die Frage ist jetzt, jetzt steht das alles, gell? Ja. Willst du dich jetzt nochmal schnell in den Wald stellen? Und den Rest der Folge und ein paar Baumstämme fällen einfach nur. Und die dann verkaufen. Was macht der? Wo ist der Helfer gerade unterwegs? Ja, der Helfer ist jetzt, der sieht jetzt. Feld 30. Mit Roggen. Weil Roggen haben wir nicht so viel. Ich hätte gedacht, ich sehe jetzt schon mal noch ein bisschen, auch ein wenig Mais. Ja, das könnte Feld 38 machen. Ja, da fahre ich Feld 38. Beziehungsweise ja. Die Folge ist eh wieder bald vorbei, wenn es Zeit geht. Ja, genau. Und ich nehme mal einen Trecker. Einen Trecker. Ich glaube, da werde ich jetzt nur noch die Dings hochfahren. Vielleicht noch kurz anfangen. Ja, und ich fahre mal, mach mal einen Ausflug zum, Alter. Kann ich Bier. Zur Bierfabrik. Hoppala. Bitte. Was denn los? Ja, nee, ich habe jetzt gerade Probleme gehabt. Achso. Ich guck mal, wo die Bierfabrik nochmal war. Die ist, glaube ich, unten da beim Holzverkauf. Beim Holzverkauf da. Feld genau. 1, überhalb von Feld 12, ja. Da, wo auch das Hasensymbol ist. Wow. Ja. Ich habe gelernt, wenn man Hasen verkauft, also direkt an den Zoohändler, ja,
kriegt man mehr raus, als wie wenn man es zum Schlachten bringt. Kann so sein, ja. Stand drauf, aber beim Tourhändler ist es begrenzt. Ja, große Nachfrage, Kartoffeln gewaschen, ja, haben wir nicht. Wow. Kommt immer nur das, was wir haben, was wir nicht haben. Ja, Kartoffeln können wir auch mal anpflanzen. Aber ja, das kostet mal gut. Ja, Geld, Geld. Kartoffeln ist teuer, weil ja. Allein auch wenn man nicht immer den Vollernter kauft, kostet das auch schon wieder, da muss da schon wieder 300.000 investieren oder ja, ungefähr. Ich kann mal gucken, das ist da, also du musst halt diesen Anhänger kaufen. Mhm. Der kostet 127.000. Mhm. Ja, gut, geht nicht mal 200.000. Der Krautschläger 7.900. Kleinkram. Mhm. Und die Saatmaschine halt, ne? Ja. Die kostet auch noch 57.000. Also 200.000 braucht man schon. Dann hat man halt nur diesen Anhängerernter, der ein bisschen blöd ist. Mhm. Das habe ich schon probiert auf Holzhausen damals. Das Problem ist, dass der Auflade, der Ladewagen für die Kartoffeln, also du musst ja erst das Kraut wegmachen, mit, das tust du dir vorne an den Traktor ran, ne? Und ja, hinten ja. Dann das Ding zum Kartoffeln aufsammeln, was es aus der Erde rausholt. Ja. Und das hinten, das Teil, was die Kartoffeln holt, ist versetzt. Ja? Mhm. Und das heißt, die Bahn, wo du das Kraut weg entfernst, kannst du nicht komplett ernten, sondern es ist dann nur so die Hälfte und dann musst du da so, immer doppelt drüber fahren. So ja, stimmt. Ne? Entweder man spart sich da muss man halt dann direkt die, auf dem Vollernter. Muss man halt dann die 500.000, da hat man auch mehr Arbeitsbreite, glaube ich, und es ist dann schon besser. Ich bin jetzt gerade bei der Brauerei. Die Brauerei braucht nur Wasser, Gerste und Weizen. Das war's. Wasser, Gerste, Weizen. Ja, das geht ja. Da kann man ja was hinfahren. Mal nächste Folge dann. Ja, Gerste haben wir genug. Weizen haben wir auch und Wasser auch. Ja, optimal. Das wird dann die Aufgabe für nächste Folge. Da fahrt jeder ein bisschen runter, oder? Wir können ja zu zweit. Einer mit einem LKW und der andere mit... Genau. So man halt beides so gleich voll machen. Also machst du halt deinen voll... Mach mal eine volle Ladung und ich tue meine auch nur so halb voll machen halt. Nicht die 60. Ja. Ne? Ja. Okay, ja gut, also ich dann will ich mal gucken, was dann am Ende rauskommt. Ja. Mit Bier und vor allen Dingen. Ja. Vor allen Dingen dann der Verkauf. Bist du unten mit dem Fahrzeug? Ich komme jetzt hoch erstmal schnell. Achso, ich wollte jetzt mal das auch noch schnell anschauen, dachte ich, aber gut. Achso! Ja, warte, nein, jetzt warte. Ist wurscht jetzt. Nee, ich bin noch unten. Warte. Ich bin noch unten. Warte. Dann verabschieden wir uns unten oder machen wir da? Genau, da verabschieden wir uns dann da. Weil da kannst du auch deinen Zuschauern nochmal zeigen. Dann sehen die das auch. Pizza. Wie die Brauerei zeigt. Warte. Wie lange muss ich jetzt noch durchtappen? Nicht mal lange. Nicht mal lange. Warte, ich fahre das Fahrzeug ins Wasser, dann kannst du durchtappen, dann trinkst du da drin. Okay. Wow. Nein, warte. Du bist so nett immer. Hier, so und da. Jetzt kannst du durchstoppen. Ah, ja, hier. So, schau ich mir das mal an. Wo ist denn da das Info-Terminal? Ja, wenn du direkt davor stehst. Ach, hier. Ja, genau, das produziert Landbier und Weißbier. Und aber was ist Mischration? Mischration ist. Ja. Ich hoffe, das braucht ihr nicht. Ich glaube nicht. Das wird er auch produzieren. Oben ist er, was er braucht, unten ist, was er produziert. Mischration wäre das, was der Mixfeeder macht. Achso. Da kann man halt das nicht manuell entnehmen, halt. Das ist das Blöde. Aber das kommt wahrscheinlich als Abfallprodukt raus. Das kommt wahrscheinlich hier als Abfallprodukt. Ja, aber das sehen wir in der nächsten Folge, ne? Für die Folge sind wir auf jeden Fall fertig und dann schauen wir uns das mal an. Dann produzieren wir Bier. Aha. Okay. Dann produzieren wir ja Bier. Ja, dann sind wir besoffen. Okay. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann fürs Erste einmal tschüss. Tschüss, ich bedanke mich auch. Und auf Wiedersehen. Bye bye. Bye bye. Und Daumen nach oben nicht vergessen.